Also, guten Abend. Mit etwas Verspätung begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem Vortrag von Andreas Gebhardt, Automatisierte Ungleichheit. Und ich kann Ihnen schon versprechen, das Warten hat sich gelohnt, denn Andreas Gebhardt arbeitet schon seit 8 Jahren sehr engagiert bei der digitalen Gesellschaft mit zu Themen wie biometrische Identifikation und Gesichtserkennung, Automated Decision Making und Tracking und Profiling. Und er hat auch zu diesen Themen mehrere Artikel jetzt schon oder geschrieben, auch etwas, was Sie auf der Webseite schon finden, mit so schönen Titeln wie Wenn dem Zauberlehrling der Papagei entwischt, zu aktuellen Diskussionen zu KI. Und ich bin sicher, dass er uns heute auch einen interessanten Einblick gibt zu dem Thema automatisierte Ungleichheit. Vielen Dank, Tanja, und nochmal Entschuldigung für die Verspätung. Der Windows-Computer hat mich einmal mehr im Stich gelassen. Ich werde die nächste Woche meinem Sohn schenken und mir dann einen neuen kaufen, der Linux hat. Okay. Also das Thema ist automatisierte Ungleichheit und zwar im Zusammenhang mit Scoring und automatisierten Entscheidungssystemen. Und ich möchte am Anfang etwas über Scoring sagen und vielleicht auch sagen, und ich denke, dann wird klar, warum ich mich ausgerechnet auf das Scoring abstütze, weil da die Ungleichheit besonders greifbar ist und vielleicht auch besonders nachweisbar ist. Dann geht es um Diskriminierung, Benachteiligung und Scoring beziehungsweise ADMS, automatisierte Entscheidungssysteme für die im vorherigen Vortrag nicht dabei waren. Und zum Schluss schließe ich dann mit einer Diskussion eben der automatisierten Ungleichheit. Jetzt wird es spannend, welcher Computer dann weitergeht. Ja. Gut. Also was sind Scores? Es geht hauptsächlich um Benachteiligung, Diskriminierung im Scoring. Ein Score, das ist normalerweise ein numerischer Wert, der einen Konsumentin beschreibt oder eine Gruppe von Individuen. Kann ein Haushalt sein, eine Familie oder eine größere Gruppe. Und für die Berechnung dieses Scores, da werden Algorithmen eingesetzt, maschinelles Lernen. Und diese Algorithmen, das maschinelle Lernen für die Berechnung des Scores wird natürlich auf vergangenen Daten trainiert. Und wenn ich diesen Score dann habe, das kann eine Zahl sein, das kann so wie hier auf der nächsten Folie ABCD sein. Es ist auf jeden Fall irgendetwas, was ich vergleichen kann. Also ich kann dann hinterher die gescorten Individuen oder Gruppen, die kann ich miteinander vergleichen, die kann ich sortieren und die kann ich auch segmentieren. Das heißt, ich kann dann sagen, wer hat einen besseren Score, wer hat einen schlechteren Score. Und damit kann ich dann oder können Firmen dann zum Beispiel oder Akteure können Entscheidungen treffen auf der Basis und auf der Basis dieser Scores. Und sie können Verhalten oder Ereignisse vorhersagen. Also ein guter Credit Score zum Beispiel, der sagt aus, mit einer großen Wahrscheinlichkeit werde ich den Kredit, den ich bekomme, werde ich dann auch zurückzahlen können. Das ist der Sinn von Scores, dass ich Vorhersagen treffen kann und die dann, und damit dann Entscheidungen treffen kann. Was gibt es für Scores? Also wer in der Informatik tätig ist, der ist in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich so und so oft mit Data-Driven, Fact-Based irgendwas konfrontiert worden. Und es geht um Quantifizierung im Prinzip. Also man will Dinge quantifizieren und das machen eben die Scores. Und weil das so ein Hype ist, gibt es Scores für alles Mögliche. Und eine Auswahl davon steht hier. Also es gibt Konsumentinnen-Scores, da fallen dann zum Beispiel die Credit-Scores drunter. Die geben Auskunft darüber, was jemand für einen finanziellen Status hat oder für ein,
für eine wirtschaftliche Potenz sozusagen oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also eben da geht es zum Beispiel darum, bin ich kreditwürdig oder nicht. Ein guter Score heißt, ich bin kreditwürdig, ich bekomme dann zum Beispiel eine Wohnung, ich bekomme einen Hypothekarkredit. Ist besonders in den USA, aber nicht dort, das Nonplusultra, um am wirtschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Dann gibt es Bedürftigkeitsscores, das ist dann gerade am anderen Ende der Skala sozusagen. Da geht es darum, im Sozialwesen zum Beispiel, wenn es darum geht, wer bekommt Transferleistungen, wer bekommt Unterstützung, wer bekommt Sozialhilfe. Auch da wird dann gescored. Und je höher der Score, desto bedürftiger ist jemand. Oder desto sinnvoller ist es, ihn zu unterstützen. Dann gibt es Risikoscores. Risikoscores, das ist selber wieder eine ganz breite Palette von Scores. Da wird also irgendein Risiko quantifiziert für irgendetwas. Zum Beispiel Betrug. Fraud Scores, Betrugsrisikoscores sind sehr beliebt. Das geht von Ausfallrisiken oder Betrug, Kreditkartenbetrug, bis hin zu Sozialhilfebetrug zum Beispiel. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand Sozialhilfeleistungen ertrogen hat? Dann gibt es Rückfallrisiko im Strafwesen, in der Strafverfolgung, im Gerichtswesen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Straftäter, der im Gefängnis sitzt, wie wahrscheinlich ist es, dass der rückfällig wird, wenn ich ihn jetzt entlasse oder wenn ich ihn auf Kaution entlaufen lasse? Kriminalitätsrisiko, wie wahrscheinlich ist es, dass einzelne Personen straffällig werden, kriminell werden, wie wahrscheinlich ist es, dass in bestimmten Nachbarschaften irgendwas passiert. Dann Performance Scores in der Arbeitswelt. Wie lässt sich meine Leistung, meine Arbeitsleistung quantifizieren? Wie kann ich Bewerber, die sich für eine Stelle bewerben, wie kann ich die bewerten und wie kann ich die dann auch vergleichen? Und auf der Basis dieser Scores, welchen lade ich dann ein zu einem Vorstellungsgespräch? Und dann sehr bekannt, also vor allem vor einigen Jahren, waren die Social Credit Scores in China. Das war so ein richtiger Hype. Alle haben darüber diskutiert, der schlimme chinesische Überwachungsstaat. Man hört wenig davon mittlerweile und der ist, glaube ich, immer noch nicht flächendeckend eingeführt. Und deswegen in Klammern, weil ich werde hier nicht weiter darauf eingehen. Dafür geht es jetzt um Diskriminierung im Bereich Scoring und ADMS. Und was man sieht, es gibt sehr viel Literatur, sehr viele Berichte, aber trotzdem nur so die Spitze des Eisberges, dass gerade im Bereich des Scoring, des Scores und der automatisierten Entscheidung, also dann, wenn Scores für halbautomatisierte oder ganz automatisierte Entscheidungen verwendet werden, dass Menschen, die bereits benachteiligt sind, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres wirtschaftlichen Status, was auch immer, dass die dann weiter benachteiligt werden. Also die Diskriminierung wird praktisch fortgeschrieben durch die Scores und wird sozusagen automatisiert. Das Bild hier ist ein sehr wegweisender Artikel, die Diskriminierung bei Rückfälligkeitsscores untersucht hat. Jetzt einige Beispiele von Diskriminierung, von Benachteiligung mit Scores und ADMS. Ich kann da nicht auf alle Beispiele eingehen, die es gibt und auch nicht besonders in die Tiefe. Zum Teil, es lohnt sich wirklich, den einen oder anderen Bericht dann zu lesen, weil ich kann hier auch nicht die Krassheit zum Ausdruck bringen, die da zum Teil eben sichtbar wird. Man weiß, dass schwarze Menschen in den USA durch Credit Scores benachteiligt werden. Also die bekommen prinzipiell mal schlechtere Scores in vergleichbaren Verhältnissen eigentlich als Weiße. Und das bedeutet dann eine Benachteiligung, Diskriminierung zum Beispiel beim Immobilienerwerb. Also wenn sich eine schwarze Familie ein Haus kaufen möchte in einer guten Gegend, dann
braucht man in den USA auch eine Hypothek wie hier, und bis die, und damit die gesprochen wird, braucht es einen guten Credit Score. Ich spreche hier bewusst von Schwarzen, weil, und nicht von BIPOC zum Beispiel, weil, also sogar innerhalb der BIPOC-Community sind eben Schwarze noch mal stärker diskriminiert, benachteiligt als Hispanics zum Beispiel. Also da findet Benachteiligung statt. Selbst dann, wenn der Credit Score gut ist, gibt es noch mal eine Benachteiligung obendrauf. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, also dass selbst schwarze Menschen mit guten Credit Scores dann bei der Entscheidungsfindung noch mal benachteiligt werden. Schwarze Menschen sind ebenfalls benachteiligt beim Zugang zu medizinischer Versorgung. Das funktioniert so, dass man gesagt hat, ja, wir trainieren das Modell. Wir schauen, wo haben wir wie viel Geld ausgegeben in der Vergangenheit. Das gibt uns, daraus leiten wir dann ab, wer wie viel braucht in der Zukunft. Da schwarze Menschen medizinisch schlechter versorgt sind als Weiße, hat man daraus abgeleitet, oder hat es der Algorithmus, das Score dann abgeleitet, dass schwarze Menschen eben weniger medizinische Versorgung brauchen und dann auch bekommen. Also eben eine sehr deutliche Fortschreibung der Diskriminierung aus der Vergangenheit in die Zukunft. Dann der Zugang zu Unterkunft, vor allem in Los Angeles, aber in vielen anderen Städten auch, funktioniert auch mit Bedürftigkeitsscores. Das heißt, es gibt lange nicht so viele Sozialwohnungen oder Unterkünfte, wie man bräuchte, wie es eben Obdachlose gibt. Und dann berechnet man Bedürftigkeitsscores, sortiert die Liste, und die, die halt oben stehen, die kriegen dann die Unterkunft. Und auch hier werden Schwarze massiv benachteiligt. Bekommen dann keine Unterkunft. Also im Prinzip, da gibt es sehr eindrückliche Berichte drüber, wo dann im Prinzip gesagt wird, was hier stattfindet, ist eigentlich ein politisch gewollter Mangel, der da ist, wird halt gemanagt und wird automatisiert verwaltet. Und da fallen halt so und so viele dann hinten runter, meistens schwarze Menschen, überdurchschnittlich viele schwarze Menschen. Dann Diskriminierung und Scores gibt es nicht nur in den USA, gibt es auch in Europa, gibt es auch in Deutschland. Es gibt Berichte, dass der Credit Score in Deutschland, also das, was die Schufa macht, die Kreditscores berechnet, dass die diskriminiert basierend auf Vornamen und Wohnort. Ja, man kann jetzt den Namen raten. Wenn man Kevin heißt und die falsche Postleitzahl hatte, dann hatte man eine Zeit lang zumindest einen schlechteren Credit Score. Auch Mobilität. Also wenn jemand besonders oft umzieht, hat sich das, oder umgezogen ist, hat sich das negativ auf den Credit Score ausgewirkt. Das heißt, wer zum Beispiel oft umziehen muss aus Arbeitsgründen, das wird nicht belohnt, weil man dann in dem Sinne, dass man sagen würde, oder dass es so wäre, dass man sagt, ja, der versucht ja, oder sie versucht ja, Arbeit zu finden, sondern es wird dann eben negativ bewertet in Form eines schlechten Credit Scores. Dann die algorithmische Benachteiligung von Arbeitssuchenden in Polen, Österreich und dann auch in den Niederlanden. Da hat man die Scores so berechnet, dass man drei Gruppen gebildet hat, die im Prinzip so vorhergesagt haben, wie aussichtsreich ist es, dass wir jemanden in Arbeit bringen. Und nur die oberste Gruppe hat dann Unterstützung bekommen, also irgendwelche Fördermaßnahmen. Die unterste Gruppe, also die Unterstützung besonders gebraucht hätten, haben sie dann eben nicht bekommen. War lange auch diskutiert und ist am Ende dann eingestellt worden, dieser Algorithmus. In Österreich bekannt unter dem Namen AMS-Algorithmus. Dann schließlich noch zur Betrugserkennung. Das ist so offensichtlich ein Hobby von vielen Politikern und Verwaltungsmenschen, die Leute aufzuspüren, die
angeblich, also die halt angeblich ja vermeintlichen Sozialhilfebetrug begangen haben. Kennen wir auch. Also diese Sozialhilfeempfänger, die mit dem BMW durch die Gegend fahren, steht schon seit Jahren in der Zeitung, 20 Minuten und so. Und die will man jetzt finden. Und das sind zum Teil wirklich katastrophale Situationen. Sehr bekannt ist ein System namens Midas. Das war in Michigan, wo man versucht hat, herauszufinden, wer hat unberechtigte Arbeitslosenhilfe erhalten. Ich dachte immer, es gibt es gar nicht in den USA, aber ein bisschen was gibt es scheint es doch. Und die hat man dann zurückgefordert und das System war völlig fehlerhaft, hat also Leute beschuldigt, zum Teil sogar Leute, die gar nichts bekommen hatten. Und zum Teil eben Leute beschuldigt, sie hätten fälschlicherweise Arbeitslosenunterstützung bekommen, obwohl das gar nicht der Fall war. Das heißt, man muss sich das vorstellen, man ist eh schon in einer prekären wirtschaftlichen Situation. Jetzt kommt der Staat und sagt, ja, du hast da so und so viel Geld bekommen, das war falsch, du hast da betrogen, du musst uns nicht nur das Geld zurückzahlen, sondern du musst noch mehr zurückzahlen und zahlst dann, also eben du im Sinne einer Strafe. Und das heißt, die schon prekäre Situation dieser Menschen, die wird noch viel schlimmer. Das war in Michigan. Und man hat sogar zum Teil mit diesem System geworben, dass es die Kosten seiner Entwicklung wieder einspielt. Also das war so ein Geschäftsmodell des Staates im Prinzip. Dann die Sozialhilfe. Also da ging es in Rotterdam drum, eben zu erkennen, wer hat Sozialhilfe erdrogen, also Sozialhilfe bekommen, obwohl sie ihm ihr nicht zugestanden wäre. Da hat man eben auch Scores berechnet, Risikoscores, die auf den Betrug hingewiesen haben. Und da ist, man hat sich dann in der den Algorithmus anschauen können und hat dann herausgefunden, dass da eben eine Diskriminierung stattfindet nach Geschlecht, nach der Anzahl Kinder, die da sind. Also je mehr Kinder, desto eher der Betrug. Und Alter und Sprachkenntnissen. Also junge Leute wurden diskriminiert. Und wer Holländisch konnte, der gut Holländisch konnte, der hatte einen besseren Score. Und wer wenig Holländisch konnte, der war dann eher mal ein Betrüger. Also auch da sind Menschen wirklich ins Unglück gestürzt worden, durch die Rückforderungen bis hin zur Depression und Suizid. Und man, also in der Literatur läuft es dann unter der Verdachtsmaschine, die Suspicion Machine, also Verdacht, der da generiert wird gegenüber diesen Menschen. Dann gibt es noch die Kinder- und Familienzulagen, auch in den Niederlanden, wo Ähnliches stattfand. Ich weiß nicht mehr genau, welches von beiden es war. Ich glaube, die Kinderzulagen, da ist am Ende dann die ganze holländische Regierung zurückgetreten im Laufe dieses Skandals. Gut, aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht mehr Beispiele bringen. Es gäbe noch mehr. Die Bewerbungen bei Amazon zum Beispiel, wo auch gescored worden ist, die Frauen diskriminiert haben, wäre ein weiteres Beispiel. Und einige andere. Gut, kommen wir zur automatisierten Ungleichheit. Was heißt das oder was findet hier eigentlich statt? Es werden diese Scores berechnet, die Algorithmen werden trainiert auf vergangenen Daten. Und dadurch wird die Diskriminierung, die in den Daten steckt, die früher stattgefunden hat, gegenüber, basierend auf der Hautfarbe, basierend auf dem Geschlecht, basierend auf der wirtschaftlichen Situation, die wird fortgeschrieben. Und das heißt, dass diese Objekte des Scorings, die tauchen ja nicht als Menschen auf in dem Ding, sondern das sind halt irgendwelche Datensätze. Die sind in der Regel ja schon in einer prekären Situation als Benachteiligte und die Situation wird, je nachdem, was dann passiert, die wird noch schlimmer. Die werden noch stärker benachteiligt. Also zum Beispiel, wenn bis hin zu Rückforderungen eben bei der Betrugserkennung.
Das ist nicht immer so. Also es gibt Fälle, wo offensichtlich, also Midas in Michigan ist so ein Fall, wo es darum ging, den möglichst vielen Leuten wieder möglichst viel Geld wegzunehmen. Das ist nicht immer so bösartig gemeint. Oft steckt hinter dem Scoring eigentlich eine gute Absicht. Das heißt, man möchte eigentlich durch das Scoring Dinge versachlichen und objektivieren. Zum Beispiel, man hat in den USA, hat man gewusst, es gibt rassistische Richter, weiße Richter, die Schwarze stärker, strenger verurteilen, als sie das bei Weißen tun würden. Man wollte diesen Rassismus, den wollte man rausnehmen und hat dafür eben diesen Risikoscore definiert und hat dann gedacht, ja gut, durch diese Scores wird das Ganze dann versachlicht und weniger rassistisch. Es gibt andere Beispiele, wo das ähnlich ist. Aber durch das maschinelle Lernen, durch die Diskriminierung, die in den Daten steckt, in der Vergangenheit, wird dann diese objektivierende Absicht wird wie zunichte gemacht, eben konterkariert. Und in der Summe sprechen dann Leute davon, dass was hier eigentlich passiert, ist, dass Ungleichheit automatisiert wird. Und auch da, wo früher, wo es zwar auch schon Diskriminierung gab, aber wo es noch einen menschlichen Faktor gab, wo eine Beziehung da war zu einem Sachbearbeiter, den man dann vielleicht noch überzeugen konnte, das gibt's nicht mehr, sondern da läuft ein Automat ab, der halt dann automatisierte Entscheidungen trifft. Das Zitat hier nebendran ist von Eric Holder. Das war der Justizminister von Barack Obama und er sagt eben, er sorgt sich darum, dass die Scores eben dazu führen, dass sie die Versuche, mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit einzuführen, eben zunichte machen. Und eben, dass die Ungleichheit, die es gibt, dass die dann eben erhalten bleibt. Und jetzt möchte ich schließen mit ein paar Thesen, die wir dann vielleicht auch noch diskutieren können. Ich denke, man sieht hier vier Ebenen, wo es Machtungleichgewichte gibt. Also wo Menschen Macht haben und im Scoring oder durch automatisierte Entscheidungen dann ausüben können. Über andere Menschen, die diese Macht nicht haben. Die erste Ebene ist die oberste Ebene ist die unterste sozusagen, die fundamentalste. Was wird denn automatisiert? Wo führen wir Scoring ein? Warum haben wir Scores für Sozialhilfebetrug? Warum haben wir in der Schweiz Sozialdetektive? Also vielleicht werden ja dann irgendwann auch noch automatisiert. Aber warum haben wir keine Scores für Steuerhinterziehung? Da wäre viel mehr Geld zu holen, aber das machen wir nicht. Oder diese Verwaltungen, die Sozialhilfebetrug ermitteln wollen, die machen das nicht. Das heißt, da findet eine bewusste Entscheidung statt durch jemand, der diese Entscheidungsmacht hat, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Scores einzuführen und in anderen Bereichen das eben nicht zu tun. Die zweite Ebene ist dann, wie sind diese Scores definiert, wie werden die berechnet? Vielleicht auch welche Daten, Kategorien werden da berücksichtigt? Und das ist alles andere als offensichtlich oder das fällt nicht vom Himmel. So ein Credit Score, der da berechnet wird, es gibt so einen wegweisenden Bericht, das Bild war weiter vorne, da geht die Liste der Daten, die für den Credit Score in den USA berechnet, berücksichtigt werden, die Liste geht über 5 Seiten. Und man weiß zum Beispiel, dass Menschen schwarze Hautfarbe in den USA, die haben andere wirtschaftliche Gepflogenheiten oder die verhalten sich anders. Und da, wo es zu ihrem Guten eigentlich wäre oder wo es zu einem besseren Credit Score führen würde, werden diese Verhaltensweisen nicht berücksichtigt. Aber andere Verhaltensweisen oder andere Umstände, die werden dann negativ gewertet.
Also zum Beispiel, wenn man Rechnungen zu spät bezahlt, wenn man medizinische Schulden hat, dann wirkt sich das negativ aus. Wenn ich die Rechnung dann aber doch bezahle und dann bezahlt habe irgendwann, dann ändert es nichts. Das ändert dann an dem Score nichts. Also von daher, wenn ich den Score definieren kann, dann ist es schon mal eine Machtposition eigentlich. Dann, wer hat Transparenz über die Scores und Modelle, die da drunter liegen, der Algorithmen? Also wer weiß, wo überhaupt Scores eingesetzt werden? Wer weiß, wo Scores verwendet werden? Wir machen viel mit Datenauskunftsbegehren zum Beispiel, aber viele der Leute, die betroffen sind vom Scoring, von automatisierten Entscheidungen, die wissen das gar nicht. Und deswegen können sie auch nicht danach fragen. Also auch das ist eine Situation, wo ein Machtungleichgewicht festzustellen ist. Und dann das Letzte, das ist fast noch das Krasseste, wer muss den Daten offenlegen? Also als DigiGuess reden wir ja viel über digitale Selbstverteidigung, das ist auch unheimlich wichtig, also Situationen oder eben Verhaltensweisen, wo wir unsere Daten möglichst nicht irgendwem, Google, Facebook, dem NDB oder so geben wollen, sondern wo wir die Daten schützen wollen. Und im Scoring, im ADMS, haben viele Leute diese Möglichkeit nicht, sondern sie müssen ihre Daten offenlegen. Und das ist das letzte Machtungleichgewicht sozusagen. Bei diesem Housing-Projekt zum Beispiel, bei vielen solcher Anwendungen, also bei Bedürftigkeitsscores zum Beispiel, da müssen sich die Leute wirklich nackt machen. Da wird dann gefragt, bietest du Sex gegen Bezahlung? Also jeder von uns würde sagen, was fällt euch ein, sowas zu fragen? Und da muss man das beantworten. Wenn man das falsch beantwortet, wird es natürlich negativ bewertet. Wenn man die Aussage oder die Daten verweigert, dann wird es als fehlende Kooperation gewertet und wird natürlich zu einem schlechten Score. Und das heißt, am Ende ist es ein Unterschied von Menschen, die sich Privatsphäre leisten können und denen, die sich Privatsphäre nicht leisten können. Gut, damit wäre ich schon am Ende. Ich würde mich freuen, wenn es noch Fragen gibt, Kommentare, Diskussionen. Okay, also vielen Dank. Vielen Dank, Andreas, für diesen interessanten Vortrag mit dem Schwerpunkt auf Scores bei ADM. Also nicht auf Bias, sondern tatsächlich auf Scores. Und ich weiß, du kommst eben auch aus dem Finanzsektor, du arbeitest bei der Zürcher Kantonalbank. Das ist vielleicht auch da so ein Hintergrund. Und ich nehme an, es gibt dazu auch ganz viele Fragen. Die Ableitung? Nach unten der Score jetzt mit der Zeit oder also von einzelnen Personen. Das weiß ich jetzt nicht. Wäre eine interessante Frage. Also prinzipiell ist sind diese Scores, also gerade in USA ist es so, man hat Recht, man hat Anspruch darauf, also man kann den Score muss man wirklich kriegen. Ich glaube, man hat sogar, also einmal oder zweimal im Jahr kann man das machen. Man kann dann, glaube ich, auch sogar Daten korrigieren lassen, wenn die nicht stimmen. Ist in Europa, glaube ich, nicht so. Aber generell ist es sehr intransparent, also was eigentlich in den Score geht. Und das ist bewusst so. Also eigentlich wäre es ja schön, wenn man sagt, wir legen offen, wie der Score berechnet wird. Und wenn du dich entsprechend verhältst, dann bekommst du einen besseren Score. Dann ist es ja eigentlich im Sinne des Erfinders. Aber man will eigentlich verhindern, dass Leute praktisch das System gamen. Ne? Und also deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, ob die Ableitung da berücksichtigt wird, ob die Firmen das messen oder nicht. Ja. Genau.
Es hat hier hinten ein Mikrofon, also Sie können gerne die Mikrofone benutzen. Also weitere Fragen? Wir haben das heute die KI angewendet, um Score zu bestimmen, also das mit irgendeinem Trainingsset. Dann ist natürlich die Erklärung relativ problematisch. Also wenn ich frage, weshalb habe ich einen schlechten Score, weil der Algorithmus mit all diesen Deep Learning Mechanismen, den kann man ja nicht explizit das erklären. Abgesehen von dieser Problematik gibt es gewisse Anstrengungen auf gesetzgeberischer Ebene, diese Problematik in den Griff zu kriegen. Also in puncto Validierungsverfahren, Ansprüche an die Trainingsets oder und so weiter. Also unser eigener Regulierungsvorschlag sagt natürlich was dazu, dass wir, und der EU AI Act sagt auch was dazu, also dass Trainingsdatensets, dass die dokumentiert werden müssen, dass da Datenqualität geben muss. Ich denke, es ist halt ein Konflikt, weil du trainierst das System auf den alten Daten, also kannst du nicht irgendwelche Sachen erfinden. Ne? Aber in diesen Daten steckt halt Diskriminierung und wie will man das auflösen? Ne? Das wäre, zum Beispiel Social Credit Scores sind im AI Act verboten. Jetzt könnte man hergehen, könnte sagen, die Scores, die wir haben, also gerade Kreditscores, sind eigentlich ähnlich. Ne? Die sind nicht so umfänglich gedacht, aber die sind so maßgeblich für Teilnahme am wirtschaftlichen Leben, dass es im Prinzip wie ein Social Credit Score ist und sollte eigentlich verboten werden. Ne? Ich denke, es bräuchte eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion, was wollen wir hier machen und wo gibt es eine Grenze. Ne? Aber ich denke auch, deswegen habe ich die letzte Folie gebracht mit den Machtungleichgewichten. Es gibt auch Leute, die davon profitieren. Ne? Ich habe jetzt nicht über Diskriminierung von Migranten zum Beispiel gesprochen, aber wenn ich gegen Migranten bin, dann als normaler Bürger, dann finde ich das vielleicht in Ordnung, dass so Sachen gemacht werden. Ne? Also von daher, ich denke, es bräuchte so eine gesellschaftliche Übereinkunft. Ne? Was wollen wir, was wollen wir nicht? Ne? Okay. Es hat noch zwei Fragen hier. Vielleicht können wir die gleich auch sammeln. Etwas, das ich nicht sicher bin, ob das jetzt den Rahmen sprengt, aber ich hatte mal gehört, dass es auch eine gewisse normative Kraft in den Scores gibt. Also ich habe von Leuten gehört, die ihre Kredite, also eine Schuld zurückbezahlt haben und dann sank ihr Credit Score und dass quasi dadurch das Verhalten, Schulden zu behalten, gefördert oder gefordert sogar wird. Also erstens ist diese Thing, das ist eben, ich habe das gehört, ich weiß nicht, und zweitens, das wäre ja auch etwas relativ Negatives. Wurde das schon bedacht jetzt von euch oder auch schon kritisiert? Also die Frage ist, wirkt so ein Score normativ im Falle, also das Verhalten normiert wird? Das ist die Idee vom Social Credit Score, also die, dass man sagt, man sagt, welches Verhalten ist sozial erwünscht, und dass dieses Verhalten, wenn jemand dieses Verhalten zeigt, wird er belohnt durch den Score, wenn er das nicht zeigt, wird er bestraft. Ne? Von daher ja. Und eine abschließende Frage. Ja, vielen Dank. Gibt es auch Beispiele von solchen Scores, die erfolgreich eingesetzt wurden oder zumindest Untersuchungen, ob solche Scores vielleicht auch mal teilweise Diskriminierung reduzieren können? Weil also es ist absolut klar, dass es viele schlechte Beispiele gibt, aber beispielsweise jetzt, Sie haben vorhin erwähnt, diese Wohnungen, diese Sozialwohnungen in Los Angeles wurden neu durch einen Score zugeteilt. Zuvor waren das irgendwelche Leute, die Entscheidungen getroffen haben, die können genauso diskriminierend sein. Und theoretisch könnte ja ein Score das auch verbessern, wenn das richtig gemacht wird und wenn man es schaffen würde, die Biases aus den Trainingsdaten rauszunehmen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Sohn, der Soziologe ist, hat mich das auch gefragt. Eigentlich könnten wir das Scoring nehmen und dann würden wir sehen, wo überall diskriminiert wird. Ne? Also ich denke, das ist tatsächlich eine Chance, weil wir eigentlich, deswegen bin ich besonders auf das Scoring eingegangen, weil es eben diese Vergleichbarkeit hat, diese Quantifizierung. Ne? Also man kann da nie mehr sagen, naja, okay, war eigentlich nicht so gemeint, sondern nein, der hat den Credit Score und der hat einen Credit Score, das sind die gleichen Verhältnisse. Der eine ist weiß, der andere ist schwarz, aber der Schwarze hat einen schlechteren Credit Score. Ne? Also ich denke, ich werde die Frage so beantworten, wenn man das will, also wenn es einen politischen Willen gibt, dann könnte man sagen, ja, lass uns die Diskurs untersuchen, also wie auf so einer Metaebene, und lass uns rausfinden, da wo Diskriminierung stattfindet, und lass uns Diskurs dann anpassen. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist, aber das wäre ja, zu hart, aber ist okay. Also ich glaube, das ist vielleicht eine wirklich Anregung, die wir mitnehmen können, und auch eine positive zu diesem vielleicht kontroversen Thema Scores. Nochmal herzlichen Dank an dich, Andreas, und meinen Applaus.